Dieses Video soll euch das exponentielle Wachstum von Dezibel begreifbarer machen. Hierfür rechnen wir einfach die Dezibel der Geräuschquellen in den emittierenden Schalldruck um. Unser leisestes Produkt kommt dann auf einen Schalldruck von 0,000051. Das würde auf einem Maßband, das wir in die Höhe ziehen, dementsprechend 5,1 cm bedeuten. So kriegt man einen ganz guten Eindruck, wie eine dBA-Skala funktioniert. Der Darkrock Pro 4 für den Threadripper Sockel erzeugt bei 50% Last 17,9 Dezibel. Die Differenz zu der 360 mm Silent Loop 2 beträgt lediglich 6 Dezibel. Aber wie man schon an dem Höhenmesser sehen kann, hat sich hingegen der Schalldruck verzweifacht. Alle 6 dBA wird der Schalldruck verdoppelt. Was viele ebenfalls nicht wissen, elektrische Geräte oder Geräusche von draußen erzeugen erstaunlich hohe Dezibelzahlen. Ein ruhiger Raum kann oftmals die 30 Dezibel überschreiten. Ein Wasserhahn mit Umgebungsgeräuschen der Küche erreicht schon über 40 Dezibel und wir gehen somit in unserer Höhenanalogie in die Meterzahlen über. Wichtig ist bei all unseren Dezibelangaben, unsere Produkte und die aufgeführten Geräuschquellen wurden aus einem Meter Entfernung gemessen. Ein Gesprächspartner aus einem Meter Entfernung erzeugt etwa 55 Dezibel. Und damit liegen wir schon höher als ein 10 Meter Sprungturm. Und bei einem Staubsauger befinden wir uns schon auf einer sehr hohen Kirchturmspitze. Wobei ein LKW aus einem Meter Entfernung kurzzeitig über 80 Dezibel erzeugt, womit wir uns schon auf dem Berliner Funkturm befinden. Bei einem Laubbläser sollte man schon Gehörschutz anlegen. Wir befinden uns jetzt auf der Spitze des Herzogenhorn, einem Berg im Schwarzwald. Und bei einem Pistolenschuss befinden wir uns in unserer Analogie auf der Dienstgipfelhöhe des Blackbird-Fliegers in 25 Kilometer Höhe. Die Differenz zwischen einem Pistolenschuss und unserem Dark Power 12 beträgt nur 114 Dezibel. Der Schalldruck hingegen ist 490.000 Mal stärker.